ein wunderschöner Rabauken. Schön, dass ihr den Weg von Instagram hier auf meinen YouTube-Kanal gefunden habt. Wir machen heute gemeinsam eine Roomtour. Hier seht ihr meinen Eingang. Hier fehlen die Möbel noch, ne? Also wir haben Lieferschwierigkeiten, wir wissen es alle, Holz schwierig, Mangelware, teuer. Das kommt alles noch. Die meisten kennen dieses Haus von Schnäppchenhäuser. Wir haben 7 Folgen gedreht, jetzt 8 Jahre umgebaut, aber trotzdem hat sich hier viel, 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 viel verändert. Hier befinden wir uns in meinem Wohnzimmer. Hier ist einiges passiert. Die Fenster, die waren ganz, ganz klein, die habe ich alle rausgerissen. Ich habe einen kleinen Durchbruch gemacht, dass so ein bisschen Licht in die Küche reinkommt. Ich habe einen neuen Boden verlegt, die Heizkörper umgelegt. Also hier ist wirklich sehr, sehr, sehr viel passiert. Der Raum, der ist fix und fertig und wir gehen einfach mal gemeinsam in die Küche. Und das hat auch jeder gesehen tatsächlich. Es ist jetzt auch fertig. Die schöne Treppe würde ich auch so nie wieder machen. Treppe abschleifen ist wirklich die schlimmste Arbeit ever. Aber die ist soweit fertig. Ist rustikal, passt super. Hier ist meine Küche. Ihr seht, eine schöne Gewölbedecke, denn das hier, man glaubt es gar nicht, war damals ein Schweinestall tatsächlich. Und das haben wir als Küche umgebaut. Die sieht auch noch ziemlich neu aus. Die ist aber jetzt auch schon 9 Jahre alt, aber ich koche halt nicht viel. Ich gehe sehr viel essen. Wir gehen hier mal durch, liebe Freunde. Ah, das ist eigentlich so hier so ein Durchgang, ne? Pass mal auf, das ist eigentlich so ein Durchgang, total langweilig. Aber ich zeige euch das, wie das vorher aussah. Also hier auch Gewölbedecke runter. Also für einen Außenstehenden denkt man, okay, das ist ein Raum, aber da ist schon eine kleine Veränderung passiert. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsraum. Ich bin ja, für diejenigen, die es nicht wissen, Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heiz- und Klimatechnik. Das ganze 11 Jahre. Gas, Wasser, Scheiße mache ich. Und mein Hauptjob ist natürlich, Heizung zu bauen und Bäder zu bauen. Und ich habe mir mein eigenes Traumbad gebaut. Ja, da gehen wir jetzt hin. Also dann, ich liege ja oft in der Badewanne und denke mir, Mensch, Sandra, du kannst ja doch was. Ne? Du kannst ja doch was. Und dieses Badezimmer habe ich wirklich ganz umstrukturiert. Wir hatten hier ein ganz kleines Fenster. Ach, das war ungefähr bis hier. Hier stand die Toilette. Hier stand die Badewanne. Und in Curry habe ich eine schöne Fußbodenheizung reingelegt. Natürlich schön matt-schwarze Armaturen. Ich habe eine Enthärtungsanlage, ne? Freunde, Abendsonne, da kann man das immer ganz gut kombinieren. Und natürlich, das ist ja auch mein Highlight, ne? Pass mal auf. Ich brauche ja nichts anfassen hier, ne? Mal einfach nur so. Weiter? Ja. Ich habe tatsächlich auch Musik in meiner Badewanne. So, das ist mein absolutes Highlight hier im Badezimmer. Ich habe nämlich hier Boxen an dieser Badewanne und das ist ja Stahl-Email und das leitet ja sehr gut. Das heißt, ich liege in einer ganz großen Box. Jetzt passt mal auf. Geil, ne? Und dann kann ich hier drin liegen. Na, also dann liege ich hier. Also natürlich nicht angezogen, ne? Und dann höre ich mir schön Musik an. Und also man spürt richtig den Bass. Das ist schon geil. Was hatte ich hier für Herausforderungen? Tatsächlich wollte ich überall die Fliesen dran lassen und überspachteln. Spart Geld und Zeit vor allen Dingen auch. Hab hier meinen Spülkasten montiert. Die ganze Wand kam mir tatsächlich entgegen. Also die ganzen Fliesen kamen runter. Ansonsten ist aber wirklich alles nach Plan gelaufen. Die Fliesen hat mein Papa gelegt. Der ist ja selbstständiger Fliesenleger. Er hat mich verflucht. Erstens, dass ich so riesengroße Fliesen ausgesucht habe. Und diese kleinen Fliesen. Das ist mega, mega toll. Aber er hat für jede Wand einen Tag gebraucht. Und wir haben für die Badewanne einen Tag gebraucht. Und für den Boden einen Tag. Also wer denkt, große Fliesen, das dauert nicht zu verlegen. Nein, das dauert doppelt so lange tatsächlich. Das hat tatsächlich ein Tischler für mich angefertigt. Hier soll eigentlich eine Schminkecke, also hier sollte eigentlich eine Schminkecke sein. Hocker habe ich bis heute noch nicht bestellt, wenn man es nicht sofort macht, Freunde. Ne? Wir sind hier unten soweit fertig. Ja, ich habe ja manchmal immer ein bisschen Langeweile, deswegen mache ich so ein paar kleine Do-it-yourself-Sachen. Ne? Und ich dachte, komm,
nehmen wir mal halbzöllige Leitungen, ja, schöne Zinkleitungen und machen da mal ein Regal raus. Ist ganz nett geworden, oder? Finde ich. Das alles war zu. Und da war ein roter Teppich, der ging dann hier so hoch. Und die waren auch alle zu. Und dann hatte mein Mann eine glorreiche Idee, die Sachen abzureißen und Plexiglas zu machen, damit es ein bisschen offener wirkt. Er wollte die Treppe fertig machen. Da fehlt noch Silikon und so. Warte ich bis heute noch drauf. Wollte ich nur einmal kurz so sagen, ne? Hier, Freunde, war ein ganz kleines Fenster drin. So klein. Und ich habe da jetzt ein ganz großes Fenster. Und die Umwelt ist mir auch wichtig, ne? Dass die Bienchen auch so ein bisschen was zum Sammeln haben. Deswegen guckt mal raus. Wenn man sagt, ich tue nichts für die Umwelt. Ach, bringt natürlich super viel Licht hier rein, ne? Tatsächlich habe ich erst seit kurzem die obere Etage nochmal neu gemacht. Die war ja schon neu. So, hier sind wir in meinem Schlafzimmer. Jetzt wird es aber ganz schön intim hier, oder? Ja, also hier darf auch nicht jeder rein, aber ihr, ne? Und genau, hier schlafe ich. Hier passiert jetzt nicht so viel. Aber auch hier sah es vorher ganz anders aus. Da unser lieber Kameramann jetzt steht, da war eine Wand tatsächlich. Und dahinter war eine ganz kleine Kammer. Da hinten, da war überhaupt gar kein Fenster. Das haben wir alles reingerissen, aufgerissen. Genau, auch ganz große Fenster reingemacht. Toll, ne? Auch hier fehlen noch Möbel, Lieferschwierigkeiten. Hier kommen überall noch Möbel hin, Bürokram, dies, das. Und ich liebe diesen Boden auch, muss ich wirklich sagen. Hier gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ist halt ein Schlafzimmer, ne? Man sieht ja, dass ich schwanger bin. Also ich bin nicht fett, ich bin schwanger, ja. Da ist ein kleines Wesen drin, ich habe nicht so viel gegessen. Komm mal hier im Kinderzimmer. Das war früher mein Ankleidezimmer. Auch diejenigen, die Schnäppchenhäuser gesehen haben, haben gesehen, was das vorher für ein Chaosraum war. Und dann habe ich mir ein schönes, begehbares Kleiderzimmer gemacht. Und ja, war schön. Jetzt bin ich schwanger, jetzt ist es ein Kinderzimmer. Habe das Ganze auch nochmal, ja, den Boden raus, alles soweit fertig gemacht. Tapeten habe ich dran gelassen, weil es wird ein Mädchen, wie man sieht. Passt ja ganz gut. Und habe da auch viel Liebe reingesteckt. Und ich kann es auch gar nicht glauben, dass ich irgendwann hier sitze mit einem Kind. Aber ich glaube, wird bald so sein. Das kleine Baumädchen, Little Baumädchen, nennen wir sie mal, hat natürlich schon ihren ersten Werkzeugkoffer. Selbstverständlich. Ein Hammer, ne? Hier. Gliedermaßstab nennt sich das ja, Freunde. Ein Schlitzschraubendreher, eine Zange, hier, damit sie auch sägen kann. Ich glaube, die weiß, was sie später mal wird. Anlagenmechanikerin natürlich. Ja, oder Handwerkerin. Würde ich mich schon echt freuen. Aber natürlich kann sie sich das aussuchen, um Gottes Willen. Genau, das Kinderzimmer, wie ihr seht, ist soweit fertig. Jetzt muss nur noch das Kind kommen. Und dann gehen wir mal in mein ganz kleines Ankleidezimmer, was damals Büro war. Es ist einfach ein kleines Ankleidezimmer. Das Beste rausgemacht, alles vollgestopft. Aber wie gesagt, es ist ja für einen guten Zweck. Das war's dann. Das ist mein kleines, bescheidenes Heimchen. So, und wir gehen jetzt mal gemeinsam in meiner kleinen Werkstatt. Und da erzähle ich euch mal, wieso ich jetzt überhaupt YouTube mache, wieso mich man hier sieht. Und da gehe ich jetzt gleich mal näher drauf ein. Aber wir gehen jetzt erstmal runter.